Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 1. Es ist ein bisschen wild, weil Sims 1 habe ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Das hört sich jetzt nach einer sehr kurzen Zeit an, aber auch da habe ich es nur ganz kurz gespielt. Sims 1 ist einfach schon ultra lange her. Release war, glaube ich, 2000, oder? Täusche ich mich? Und wir spielen jetzt einfach eine Runde Sims 1. Es wird, glaube ich, einfach nur chaotisch und lustig. Und das Ganze findet live auf Twitch gerade statt. Deswegen habt ihr hier an der Seite auch den Live-Chat. Und ihr werdet auch schon ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die gerade live mit dabei sind. Ich habe letztes Jahr im Dezember zu unserem Adventskalender-Special Sims gespielt und es war einfach super lustig. Und das machen wir jetzt einfach hier auch wieder, Sims 1. Und ja, ich bin jetzt einfach mal sehr gespannt, wie es wird. Ihr könnt gerne euch einfach gemütlich machen. Vielleicht habt ihr auch noch ein alter Sims und könnt einfach mitspielen. I don't know. Aber egal wie, wir starten da jetzt rein. Ihr habt die Musik schon im Hintergrund. Und da sind wir. Da sind wir. Also, ja, ich habe zwei Mäuse. Kann ich mir jetzt nicht erklären. Ich glaube, wir müssen die Auflösung erstmal anpassen. Ich gehe mal, so wird das Spiel gespielt. So, jetzt gucken wir uns mal die Auflösung an. Ich habe zwei Mäuse. So. Okay. Also, Aber welche Maus ist die, die wichtig ist? Ja, ich glaube, die Maus, die ich hier rechts habe. Aber ich habe doch letztes Mal die Einstellung geändert, Leute. Erinnert ihr euch noch? Ich meine irgendwie, dass ich... Oh mein Gott. Ist das geil, ey. Aber wir haben letztes Mal auch nur ganz, ganz kurz gespielt. Ich erinnere mich noch dran. Wir haben nur ganz kurz gespielt und dann sind wir nämlich zu Sims 2 gegangen, weil Sims 1 so chaotisch war. Ich würde sagen, wir gehen mal, ich meine, so kann jeder von uns alles sehen. Das ist doch eine super Sache. Wir gehen mal zurück in die Hauswelten verwalten. Nein. Ja, wir gucken mal, Ace. Okay. Also, Leute, ich würde sagen, wir erstellen dann mal eine Familie. Mit dem Namen Fussel Lilie. Wie Familie. Okay. So, dann erstellen wir Vater, Mutter, Kind, weil ich langweilig bin. Wie wollen wir, wie wollen wir unseren Vater nennen? Ich möchte bitte richtig Hubertus. Oh, das ist aber ein direkt guter Vorreiter hier, der Hubertus. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Hubertus. Bitte einen sehr aktiven. Okay. Hat Hubertus noch irgendwelche anderen, also... Jasmin, Hallöchen. Ralf wäre jetzt auch toll, aber Hubertus ist schon... Oh mein Gott, Leute, wir brauchen noch 10 Follower. Dann haben wir 22.222. Ich meine ja nur. Hubertus klingt voll nett, finde ich auch. Klasse. Waldemar könnten wir unser Kind nennen, wenn wir einen Jungen kriegen. Extrovertiert ist er sicher auch. Jasmin, danke schön für deinen Follow, wie schön. Danke dir. Oh, das war jetzt aber eine ganz schöne Falle, gell? Aber danke schön, ich freue mich natürlich sehr. Wir müssen jetzt mal gucken. Der soll ruhig seinen Müll aufräumen. Ist er ordentlich? Verspielt vielleicht. Vielleicht? Die Musik sogar, der ist ja großartig, oder? Nett ist er nicht so, glaube ich. Er ist schon ein bisschen ordentlich. Aber er ist nicht so nett und auch gar nicht verspielt. Nee, Mini, der ist nicht verspielt. Er ist auch nicht so nett. Nicht so nett. Gibt's... Oh, wow!
Was ist denn das für ein attraktiver Mann? Gucke mal. Entschuldigung. So geile Spiele wie Sims 1 rauskramt, dem muss gefolgt werden. Ich danke dir. Wie schön. Ey, aber ist auch Nostalgie pur, oder? Können wir mal eine Abstimmung machen vielleicht, wer Sims 1 gespielt hat? Können wir da mal eine Abstimmung machen? Mich würde das wirklich mal interessieren, wer von euch Sims 1 gespielt hat. Und Jules, Hallöchen. Also Shira, nimm es mir nicht übel, aber also ich würde dir wirklich gerne die ganze Zeit auf deine Fragen zu der Challenge antworten. Das macht es aber viel einfacher, wenn ich selbst gerade die Challenge spiele, um die Fragen auch zu antworten, weil ich habe die Challenges leider nicht alle im Kopf. Und zudem ist es auch so, dass heute gerade besonders wild ist, weil viel los ist und ich auch noch einen 12-Stunden-Stream mache und schon seit 8,5 Stunden ungefähr live bin. Da kann ich mich leider nicht so drauf konzentrieren. Tut mir leid. Also nimm es mir nicht übel, aber wenn wir jetzt zum Beispiel am Mittwochmittag die Erbe-Challenge wieder spielen, dann beantworte ich dir gerne jede Frage. Das ist auch viel einfacher dann. Ihr könnt mal abstimmen, wer von euch Sims 1 gespielt hat. Und ihr auf YouTube dürft natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen und sagen, ob ihr Sims 1 gespielt habt. Das würde mich sehr interessieren, wie viele Sims 1-Spieler wir unter euch haben. Also ich habe es früher gespielt. Haben wir die Kanalpunkte ausgemacht, Ace, für die Abstimmung? Ja, ne, oder? Weil das gerade so schnell hochgeht irgendwie. Weil wenn da Kanalbelohnungspunkte drin sind, ist es schwierig. Aber ich glaube nicht, oder? Ria, Hallöchen, ja? Hast du ausgemacht? Oh, perfekt. Ich bin bei Sims 2 eingestiegen, krass. Okay, krass, ja, ich bin ein bisschen Ace. Thomas? Okay, also ich finde, der sieht richtig klasse aus. Ich finde, der sieht wie ein ordentlicher Hubertus aus, oder? Ja, Birdie, hallo nochmal. Ich glaube, da müssen wir gar nichts mehr machen, oder? Er sieht aus wie ein ordentlicher Hubertus. Findet ihr nicht auch, er ist ein ordentlicher Hubertus? Ich würde es jetzt lassen. Oder soll man noch was managen? Ich glaube, wir haben halt nicht so viel Auswahl. Ne? Ich muss mein Licht ein bisschen anpassen jetzt. Uff. Sieht so blass aus oder wirkt, das ist wahrscheinlich von dem Blau jetzt, ne? Das Blau macht mich blass. Nathalie, Hallöchen! Oh mein Gott, diese Musik, ne? Okay, ich finde, er ist auch ein sexy Hubertus. Wir lassen es jetzt, Leute. Er ist ein sexy Hubertus. Man nennt ihn auch Sexbertus. So, speichern. Oh! Nennt ihn Sexy Bertus. Der war die längste Zeit seines Lebens ein Frauenheld. Hat sich jetzt dennoch der Liebe zu nur einer ganz bestimmten Frau verpflichtet. Mal schauen, wie lange diese Beschränkung, groß geschrieben natürlich, weil Beschränkung auf eine bezaubernde Frau gut gehen wird. Ausrufezeichen. Schauen, was wird. So. Ich finde, das ist einfach wichtig, was wir jetzt hier besprochen haben. Und ich finde, Hubertus ist ein ganz toller Mann. So. Die kriegen noch einen anderen Nachnamen. Den werden wir gleich nochmal besprechen. Aber jetzt machen wir seine Frau. Brigitte heißt meine Mama, das geht nicht, Corvus. Brigitte heißt meine Mama, das geht nicht. Rosemarie? Weiter. Karen, weiter. Gertrude, süß. Wilma, Brunhilde. Oh. Barbara, Marianne, Hildegard. Och. Heidegunde. Es tut mir leid. Hey, Heidegunde.
toller Name. Alle Heidegundes, die jetzt hier gerade zuhören, es tut mir wirklich brutal leid, dass ich jetzt gelacht habe. Das ist überhaupt nicht lustig. Das sind tolle Namen, die ihr in den Chat schreibt. Wie assi bin ich eigentlich? Das war doch ein schöner Name. Edelgard. Edelgard, das sind halt so alte Namen, die sind einfach toll. Passt doch gut zu Hubertus, passt halt schon eigentlich gut. Alma finde ich zum Beispiel einen super süßen Namen, ne? Edeltraut. Froni, Hallöchen! Guck mal, wir haben Sims 1 gestartet. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Wir suchen gerade einen tollen Namen für diese Dame. Also die ist noch nicht fertig, die stellen wir gleich noch ein, aber... Hubertus und Gertrude. Hildegard, Edeltraut. Oh, Edeltraut ist halt auch gut, Leute. Wollen wir Edeltraut machen? Also ihr schreibt ganz tolle Namen. Gisela fände ich auch toll. Aber Edeltraut? Edeltraut. Es ist eine Edeltraut. Lizzie. Lizzie ist zu schön, Froni Maus. Wir brauchen richtig alte Namen, weil unser Mann heißt Hubertus. Na. Oh nee, bitte nicht Edeltraut. Aber Kunigunde. Edeltraut und Hartmund. Nee, wie heißt er jetzt? Rosalinde. Oh mein Gott, Rosalinde ist halt auch großartig. Okay, was findet ihr besser? Edeltraut oder Rosalinde? Oh Gott, Dörte ist natürlich auch so ein toller, passender Name, ne? Gudrun. Gudrun geht eigentlich auch immer, ne? Dramalama Hallöchen. Edeltraut oder Rosalinde, Leute? Okay, Rosalinde macht das Rennen. Rosalinde, okay. Wie ist Rosalinde denn so? Ich such mal eine passende Frise aus für Rosalinde. Und Boskalöchen nochmal. Oh. Da war schon so eine Rosalinde-Frisur. Dreh dich doch bitte nicht so schnell, Rosalinde. Ich kann gar nicht gucken. Und Mary, willkommen. Oh, oh. Nett und verspielt. Dramalama Hallöchen. Eine nette, verspielte Rosalinde. Aber schon viele Outfits zur Auswahl, ne? Sind wir mal ehrlich. Die Rosalinde. Oh la la. Rosalinde klingt eher streng. Oder wenn man an seine Omi denkt. Ja, weil das halt auch ein älterer Name ist, ne? Aber ist die Frisur nicht so? Ich finde es eigentlich ganz lustig. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Vor allem, ich kenne halt einfach Outfits, die ich immer benutzt habe, ne? Es gibt so ein paar Outfits, die habe ich immer benutzt. Also eher streng. Das ist doch ein tolles Outfit. Nicht so freizügig, Rosalinde! Ist das vielleicht Rosalinde? Nee, viel zu viel Make-up. Uff. Das sind Erwachsene. Früher sah man älter aus. Oh. Das ist die Hautfarbe, denke ich mal. Ja. Oh nein, wir haben Rosalinde verstellt. Oh Scheiße, Mann. Die hat ja gerade kurz gelacht auch. Oh. Das könnte auch so eine Rosalinde sein. Tante! Meine Mutter heißt Rosalinde. Ist ein schöner Name tatsächlich. Ist halt ein älterer Name, ne? Aber eigentlich sehr, sehr schön. Also ich finde den Namen Rosa auch toll. Oh, ich weiß doch auch nicht. Das ist doch eine Rosalinde! Ich erkenne sie wieder. Leute, das ist eine Rosalinde. Passt gar nicht zu Hubertus, aber sie schon, oder? Komm, die passt doch gut zu Hubertus. So, wie ist sie jetzt? Eher nicht so nett, ne? Konservativ. Eine Freundin von mir heißt Rosa. Richtig schöner Name.
Also wir machen sie nicht so aktiv, bisschen ordentlich, nicht so verspielt. Sie ist eine Nette, die Rosalinde. Sie ist schon eine Nette. Meine Uroma heißt Rosalinde, meine Oma Rosa, meine Mom Rose. Nein, wie schön ist das denn, Ella? Oh, wow. Und Svenny, Hallöchen. Die ist mehr als ordentlich, die ist penibel. Okay. Gerda wäre auch toll, ja. Oh, sorry. Sorry, sorry, Jana. Sorry, dass ich die Abstimmung die ganze Zeit nicht ausgeblendet habe. I'm so sorry, I'm forgetting. Vergessen. Ja, wir haben noch zwei, dann ist sie noch ein bisschen extrovertiert. Oh nein! Oh, Gott sei Dank hat alles gespeichert. Sie ist eine Jungfrau. Rosalinde ist eine Frau, die stets bekommt, was sie will. Mit ihrer entzückenden Art kann sie stets ist ein tolles Wort, jeden um ihren Finger wickeln. Sie liebt die Liebe und sucht nicht mehr länger nach ihrer großen Liebe, da sie sich bereits in, wie heißt der Mann jetzt wieder, Hartmut? Oder wie haben wir ihn genannt? Hartmut? Hubertus, genau. In Hubertus, da sie sich bereits in Hubertus verschrieben, macht nichts, verliebt hat. Ausrufezeichen. Wollen wir ein Baby machen oder wollen... Wir machen ein Baby, ne? Wir sind zwar schon ein bisschen älter optisch, aber wir machen ein Baby. Wie nennen wir uns jetzt mit Nachnamen? Wir brauchen einen tollen Nachnamen. Wir machen ein Baby. Ich finde, das ist eine wichtige Sache auch, dieses Thema Baby machen im Sims. Von Grünstrauch. Nee, wir müssen was richtig... Nostalginus. Oh mein Gott, das wäre halt cool, ne? Weil wir so lange schon nicht mehr gespielt haben. Eigentlich müssen wir das machen, Leute. Staubsauger? Oh mein Gott, Staubsauger. Hubertus Staubsauger und Rosalinde Staubsauger. Oh Mann. Von Nostalgien. Lasst uns von... Feigenblatt ist auch sehr gut. Curry, willkommen im Stream. Lasst uns von Nostalgien. Von Nostalgien. Die Familie Hubertus und Rosalinde von Nostalgien. Super, Leute. Super. Bist du wirklich fertig? Du kannst nicht mehr auf den Bildschirm zurück. Okay. Aber auch relativ intuitiv, ne? Wir wollen ein krasses Haus. Wie, wir besitzen nur 20 Simoleons, 1000. Bau mal halt selbst ein Haus. Ich brauche das Hilfesystem nicht. Bitte Pause! Mein Gott, man kann ja das Bild nicht drehen. Können wir erstmal speichern, bevor es schief geht. Okay. Gut. Wir bauen jetzt ein Haus. Ich glaube, wir müssen motherloaden. Wir haben gar nicht so viel Geld. Ja, Ace. Warte mal, ich gucke mir mal den Titel an, wie ihr den geschrieben habt.
Vielleicht nehmen wir Jimmy mal raus aus dem Titel, weil ich wirklich nicht weiß, ob wir bis 21 Uhr irgendwas anderes machen, als Sims 1 und Sims 2 zu spielen. Deswegen nimm's vielleicht lieber vorsichtshalber nochmal raus. Ja, alles gut, Lisa. Entweder oder halt, ne? Also, wir wollten nur damit sagen, dass wir halt cheaten müssen. Es ging gar nicht um den Cheat-Befehl direkt, sondern eher darum, dass wir cheaten müssen. Und Sumisha, Hallöchen, wie schön, dass du reinschaust. Es ist doch so lustig, oder? Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Und die Maus-Sensitivity ist auch so auf 300%. Wie kann ich denn reinzoomen? Ach so. Ah, oh, wow. Guck mal. Wir machen natürlich auch oben, weil wir ja krass sind. Eine Wendeltreppe! Jo, guckt, Leute, Wendeltreppen. Ihr erinnert euch, das ist, was wir in Sims 4 nicht haben. Ja. Meh. Ich will immer das Bild drehen, das geht aber nicht. Ah, nee, funktioniert dann wahrscheinlich. Oh mein Gott, das geht ja sogar immer noch. Kann das auch löschen wieder? Oh mein Gott. Ach so, das funktioniert nicht. Ah. Alexandra, willkommen im Stream, Hallöchen. Und danke für deinen Follow, vielen, vielen Dank. Und Gina, danke schön auch dir für deinen Follow, Hallöchen. Also löschen, also müssen wir mal so die Schippe, also dann nehmen wir natürlich ein anderes Tool, weil rückgängig. Gut. Wir werden auch oben bebauen. So. Lass es dir schmecken, Ayumi. Unten links kann man drehen. Ich dachte, man kann die Ansicht gar nicht drehen. Kann man doch drehen? Ich dachte, man kann gar nicht drehen. Lustig. Ja, toll. Okay, ich dachte, man kann nicht drehen. Irgendwie hatte ich das in Erinnerung. Dass man nicht drehen kann. Habe ich falsch in Erinnerung scheinbar, ne? Ich hatte in Erinnerung, dass man... Wow, schöne Türe. Ja, Millie, das ist Sims 1. Ich komme gar nicht klar mit der Welt. Hilfe. Aber das ist ja auch alles krumm und schepp. Wer baut denn so ein Haus, Leute? Excuse me. Hallo, geh mal weg da. So. Wie reiße ich denn wieder ab? Handtool. Ich möchte gern diese Mauer abreißen. Ja, da ist dann schon die Abrissbirne, aber... Aha, gut. Habe ich jetzt hingekriegt. Weil die Tür muss ja schon gut ausgerichtet sein. Wusstet ihr eigentlich, ich habe letztens ein... Ich habe letztens ein Video, also so ein TikTok gekriegt von jemandem, nee, eine Reel, also ach, war so ein Ding, wo drin stand, dass Sims ursprünglich ein Bausimulator hätte werden sollen. Habt ihr das auch mal gelesen? Ja, genau, es ist STRG, aber es ist ein bisschen wild. Ja, das stimmt. Ja, wusste ich. Witzig, ne? Ich habe das irgendwann auch mal gewusst, aber dann habe ich es vergessen und dann hat mir die Person das wieder geschickt. Dann habe ich mich wieder erinnert. Dachte mir so, stimmt, ey. Geld. Ja, wir müssen jetzt leider Geld cheaten. Ja. Pff. Konnte man dann nicht jetzt ganz viel Kommas dahinter setzen? Semikolons oder so? Oh. Oder Punkt und dann dieses da? Nee? 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 Ja, gell, aber irgendwie ging das gerade nicht. Mit Ausrufezeichen? Oh. Nee. Habe ich Rose... Habe ich falsch geschrieben? Wie habe ich Rosebud gerade geschrieben? Mit T? Ach, bin ich dumm? Rosebob.
Rosebub. Rosebuds. Ach, ich hab Rosebus geschrieben. Ich hab's gar nicht gerafft, was ihr gemeint habt im Chat. Ja, aber es bin ja auch schon 9 Stunden live. Ey, das geht nicht. Ja, aber da kommt schon ein bisschen Geld. Gibt's da nichts Besseres? Ach, ohne Leerzeichen. Ah ja, gut. Okay. Und jetzt Ausrufezeichen. Aha. Wir lernen das Cheaten in Sims 1, Leute. Gott, ich erinnere mich halt auch noch dran, wie ich das früher so gemacht habe, ne? Oh mein Gott. Ich habe immer mit meiner Cousine gespielt und habe immer ihre Haushalte kaputt gemacht, indem ich immer mit denen gespielt habe. Dann kam sie nach Hause und hatte irgendwie ganz viele Kinder und alles war umgebaut. Sunshine Sophie, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Stream. 73 sollte erstmal reichen, ne? So. Oh. Das nenne ich mal ein paar... Nee, wir sehen doch. Entschuldigung. Das ist jetzt symmetrisch. Das ist doch nicht symmetrisch. So. Okay. Okay. Wahrscheinlich spiele ich dann 2 Minuten und denke mir so, ne, lösche ich. Lösche ich. Okay. Das wird ein tolles Haus. Nein, nein, nicht rückgängig. Drehen. Okay. Können wir das Haus auch hochsetzen? Boah, was haben wir denn da für tolle Büsche? Ich habe so viel Content im Spiel. Mhm. Yep. Links das Haus. Was für ein Haus? Links was? Was für ein linkes Haus? Nee, hätte ich nicht, Dante. Nee. Tolles Gestrüpp. Ist so, oder? Das ist ja voll toller Content. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das so toll finde, aber irgendwie finde ich das klasse. Wir machen da jetzt ein... Was ist das? Einen tollen Boden machen wir da jetzt noch in den Trampelpfad. Hä, guck mal. Okay. Bestimmt will sich jeder nach dem Stream Sims 1 installieren einfach. Weil ihr euch dann alle denkt, hä, wie krass ist dieses Spiel? Und ich sag dann, ja. Ist so. Das ist doch krass. Wann war Release nochmal 2000, oder? Da müssen wir jetzt außen streichen. Also das ist doch eine schöne Sache hier. Hey, wieso kann ich das Dach nicht selber setzen? Hilfe, mach's weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee. Nee, mach's wieder runter. Oh mein Gott. Oh. Ja, das war jetzt eine schwierige Geschichte mit diesem Dach. Ja, 2000, okay. Und Sims 2 2004. Krass, dass sie 4 Jahre später und dann... Ja, gut, wobei, ne? Ist mir etwas zu steif von der Performance. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ich finde, das ist absolut... Also, was? Okay, warte doch. Ich kann das, Leute. Wir können das. Ich will hier ein richtig süßes Haus bauen, okay? Jetzt habe ich die Wandfarbe weggemacht. Verdammt. Also... Ey, man kann schräge Wände setzen. Habt ihr gesehen? So.
Ich will das nämlich vielleicht so machen. No. Es ist ja mal so wirklich unschön auch, ne? Entschuldigung. Also, natürlich eine unschöne Nummer. So. Danke für eure Gesundheitswünsche. Vielen, vielen Dank. Wie teuer sind es eigentlich? Nix. Oh, wir können noch so einen tollen Zaun ums Haus bauen. Nö, möchte ich nicht. So, mhm. Na, guck. Wow, das ist eine Stadtvilla. Das ist eine Stadtvilla, Leute. Also, ich würde mal sagen, läuft bei uns. Also, das läuft doch bei uns wie geschnitten Brot, ey. Guckt euch das bitte mal an. Was ist das für ein insanes Haus? Pff. Ja. Ha. Huh. Ha. Huh. Na? No? Mhm. 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 Guck mal, wie stylisch. Uff. Uff. Sag mal. Das Witzige ist, ich erkenne, also es ist jetzt nicht so, dass ich Sachen sehe, wo ich denke, ja, habe ich immer benutzt, aber tatsächlich erwische ich mich, wie ich Sachen instinktiv pick, weil ich weiß, dass das gut aussieht, während ich es platziere. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich mich noch erinnern kann irgendwie. Das ist ganz gut. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber es ist wirklich so, dass ich jetzt bei den Fenstern genau wusste, die gefallen mir. Das ist doch gruselig. Und ich weiß sogar, dass ich die immer... Ich habe die immer... Wartet. Oder war das nicht... War das bei Sims 3? Dass man die so an die Ecken... Ja, man kann die nämlich so an die Ecken snappen. Seht ihr das? Und dann sieht es aus, als wäre das praktisch mit der Öffnung... Ah ja, ist auch egal. Als wäre das halt eben identisch mit der Öffnung, ne? Ja, das wollte ich jetzt sagen. Gut. Mm, aber ich finde, es sieht auch richtig gut aus jetzt, auch mit dem Dach, ne? Guck mal. Sollen wir noch den Kamin rein? Ist das Haus eigentlich zu klein? Nein. Okay. Uff. Hm. Okay. So. Ja, ich mag die auch voll gerne, die Wendeltreppe. Die habe ich auch immer platziert. Dieses Pause-Ding einfach so richtig mit der letzten Schriftart, ne? Oh, Mimi, Hallöchen. Oh, vielleicht mal die Seite neu laden, Mimi, falls du mich noch hörst. Hm. Kiefe, was müssen wir denn machen? Eine Küche. Wir brauchen eine Küche auf jeden Fall, Leute, ne? Macht es, Annika, eine gute Fahrt. Ich kenne vieles gar nicht, weil ich meinen... ich nur das Base Game und maximal eine Erweiterung hatte, verstehe. Ja, ich hatte damals auch nur Sims Megastar, ist es das, was, ja, ich glaube Sims Megastar, den Kühlschrank. Ich habe immer, immer diesen Kühlschrank benutzt. Ich habe nie einen anderen benutzt, ich habe immer den genommen. Aber ich glaube, den hatte ich auch nicht damals. Ich hatte, wenn dann, ja, der hat mir nicht gefallen. Ich habe, wenn dann, immer bei meiner Cousine ja gespielt und die hatten ein paar Packs. Dieser viel zu große Ofen, ey. Oh, das sieht ja cool aus. Guck mal. Oh, dieses Lied. Ah,
daran erinnere ich mich auch noch. Dani, wie ach so, ja, ich speichere gleich. Warte kurz. Ich muss noch eine Waschmaschine platzieren. Nee, es ist ein Mülleimer, gell? Und das ist die Waschmaschine. Und dann brauchen wir noch eine Mikrowelle. So. Gibt's auch Arbeitsplatten? Ja, gab's, okay. Wie auch die Farben alle nicht matchen. Oh mein Gott. Kann man Farben wechseln? Nee, ne? Oh, Feuermelder, ja! Das ist doch alles hässlich! Oh, ist doch alles hässlich. Also wirklich. Also, Hilfe? den Kühlschrank. So. Also, das ist ja wirklich alles hässlich, ne? Mundfee, Hallöchen. Also, es ist ja wirklich... Oh, wir brauchen Licht, Leute. Licht! Hilfe! Und ein Feuermelder. Licht. Und ein Fenster. Oh mein Gott. Aha. Das ist doch ein schönes Fenster. Passt jetzt natürlich... Nee, das passt nicht zu den anderen. Das können wir nicht machen. Nee. Genau, die passen optisch einfach alle nicht zusammen. Das ist richtig wild. Das war der letzte Schrei damals. Alles aus Metall. Es ist so furchtbar. Sind wir mal ehrlich. Sind wir doch mal ehrlich, Leute. Jetzt mal ehrlich. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Platz sie zum Essen brauchen. Was sind das für Dimensionen? Ich glaube, das wird alles hinten und vorne nicht funktionieren, ey. Oh. Offene Wohnküche, weil wir es modern wollen. Also, unsere Family braucht einen gescheiten Esstisch. Hey, Vanessa, oder? Was ist das? An den kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Den habe ich immer benutzt. Oder den hier. Wie schrecklich, dass man die Farbe... Was ist das? Diese Dimensionen sind einfach Gott großartig, ey. Wir nehmen jetzt den. Ach, der snappt da nicht dran. Ach so, okay, Moment. Gut, dann haben wir auf jeden Fall das Esszimmer schon mal drin, ne? Vielleicht hätten wir ein vorgefertigtes Haus nehmen sollen. Habe ich mich ein bisschen übernommen mit dem Bau? Habe ich mich ein bisschen übernommen? Ne? Könnte sein. Feuermelder. Ja, warte doch kurz. Erstmal die wichtigen Dinge. So, Esstisch. Dann machen wir die Lampe über den Esstisch. So. Tapeten, ja, wir sind doch noch mitten im Bau.
So, Elektronik. Telefon an die Haustür. Ich weiß nicht, wo ihr eure Telefone hingemacht habt. Ich immer an meine Haustür. Weil keine Ahnung, wohin sonst, ne? Teppich! Oh! Ja, toll, Teppich. Wow! Leute, guckt mal, sogar mit Teppich. Wie schön! Oh, speichern. Ja, 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 ich speichere jetzt gleich besser. Sonst stürzt wieder irgendwas ab und dann haben wir nichts mehr, ne? So. Okay, das haben wir alles. Ja, jetzt finde ich, wird es immer besser, ne? Es sieht jetzt schon gar nicht mehr so furchtbar aus. Jetzt noch eine Pflanze? Oh Gott, selbst an die Pflanzen erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen, gell? Furchtbar. Dass einem das irgendwie... Die da. Die habe ich ganz oft benutzt. Oh nein, war das nicht auch noch die Generation, die noch auf solche Sachen reagiert hat, wie Optik und sowas? Oh Gott. Das waren doch die Sims, ne? Die noch darauf reagiert haben, ob es einem gefällt oder nicht. Das Sofa habe ich immer benutzt. Immer. Gut. Nehme ich jetzt nicht. Nee, ich nehme das da. Das sieht auch klasse aus hier. Da ist kein Platz für den Kamin. Wir brauchen doch ein Fernsehen. Oh! Gibt es kein Fernsehen? Gab es das 2000 noch nicht? Scherz. So. Upsa. Ach komm, wow. Können ein Flatscreen an die Wand hängen? Gut. Leute, Flatscreen. Aber der tut's auch. Es sieht doch nett aus. Das Bad machen wir dann oben. Die Erinnerungen kommen hoch. Oder, Froni, ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Wir haben jetzt hier gar keinen Platz mehr fürs Badezimmer. Aber irgendwie hätte ich schon gern noch ein Badezimmer, ne? Mhm. Gott, sogar das Bücherregal ist immer das gleiche gewesen, das ich platziert habe. Mit Tapete wird es noch besser. Ja, ich glaube es auch. Eine Staffelei? Ich könnte bestimmt die Hälfte von den Sachen nicht benutzen, weil ich sie blöd platziert habe. Ein Klavier. Oh mein Gott, das ist alles so... Wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen einfach mehr Platz. So ein Billardtisch wäre ja auch schön im Haus. Ich muss da jetzt ein Badezimmer anbauen. Ich baue jetzt hier ein Badezimmer an. Ach so, okay. Das Dach ist ja eh automatisch, müssen wir uns ja keinen Stress machen. Fliesenboden bitte. Sind es Fliesen? Ist keine Beschreibung dabei. Ich gehe mal davon aus, dass es... Hallöchen, ihr beiden, willkommen zurück. Gibt's da auch eine Galerie? Nehme ich auf, Mili. Kannst du dann auch gerne noch nachschauen, wenn du magst, falls du jetzt weg musst oder so. Also ich finde die grünen Fliesen toll fürs Badezimmer. Ich glaube, das gefällt Rosalinde. Doch, das wird der Rosalinde doch gut gefallen. Oh mein Gott, selbst die Toiletten. Leute, ich habe einfach immer exakt die gleichen Möbelstücke genommen, ne? Das ist doch wirklich gruselig. Wir müssen es ein bisschen oldschool machen für die Rosalinde. Jetzt ist das Bad zu groß geworden. Aber wie lustig, dass ich auch zwei Mäuse habe. Können wir da bitte drüber reden? Oh, die Dusche einfach. Wir haben Geld! Ich möchte nochmal erwähnen, wir haben Geld! Oh, wir haben nicht mehr so viel Geld.
hab ich getechtelmächtelt in diesem Whirlpool. Also ich glaube, das hier hatte ich damals nicht. Das hatte ich nicht. Das ist ja super schön. Madeleine, oder? Also, ja, ich habe immer das hier platziert. Ich glaube, das kam auch mit einem Pack mit, weil daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Da wird unser Baby gezeugt drin. Da wird unser Baby gezeugt. So, ich hab's schon mal platziert. Wir brauchen mehr Geld. Wir müssen gleich nochmal ein bisschen Geld holen. Bei der Bank, natürlich. Ja, dann brauchen wir das ja hier nicht. Wir können es kleiner bauen. Oh, guckt mal, eine Küchenspüle. Aber ich weiß nicht, ob die dann da zubereiten können. Meinst du, Saskia, dass man nur in dem Techtel mächteln kann? Das kann natürlich sein. Meinst du, sollten wir doch dann lieber den platzieren? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es war. Kann natürlich sein, ja. Das ist das gleiche mit dem Bett. Okay, ich gucke mir das gleich nochmal an. Ob ich gerade B gedrückt habe, weil B bei Sims die Taste ist, um die Mauern zu ziehen. Na gut. Schön. Wer von euch will jetzt wieder Sims 1 spielen? Wer von euch wird ab sofort wieder total viel Sims 1 spielen? Keiner wahrscheinlich, ne? Guck mal, tolle Tür. Nee! Ist so geil, nie. Ich habe es noch und Sims 2. Aber wir müssen erst die Hauswand wieder hinmachen. Aha. So. Ach, wir haben gar kein Fenster im Bad. Moment, bitte. Moment, bitte. Ja, die Installation ist ein bisschen Pain, ne? Ja, mach das, Nina. Gute Besserung dir weiterhin. Ich hoffe, du wirst schnell wieder fit. Gute, gute Besserung. Wow. Das ist ja mal ein tolles Fenster. Ja, Sims 2. Absolute Liebe. Ja, ich bin später jetzt auch nochmal sehr auf Sims 2 gespannt. Sims 2, okay. Dann eher Sims 2. Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Also, ich meine, Sims 2 haben wir ja auch das letzte Mal gespielt. Das war auch sehr lustig. Aber, ja, da bin ich jetzt auch nochmal später drauf gespannt. Ich finde es halt irgendwie so lustig, dass nach all den Jahren, also klar, ich habe das ja jetzt erst gespielt, in Anführungszeichen, ne, als wir Dezember hatten und wir diesen Dezember-Special gemacht haben. Ja, war auch toll. Passt das jetzt da noch mit rein? Nee, jetzt habe ich das Bad verkleinert, ohne dran zu denken. Ja, das stellen wir in den Garten, machen da tolle Blumen drumherum und gut ist. So, wir haben auch das Badezimmer jetzt, machen wir noch Licht ins Badezimmer. So, Waschmaschine gibt es, glaube ich, keine in Sims 1. Achso, wir haben gar keinen Boden hier oben. Hoppla. Ach du grüne Neune. Nee, ew. Ja, schon schön. Ja, muss, ne? Muss, Leute. Da kommen wir nicht drum rum, oder? Da kommen wir doch nicht drum rum.
Oh, guck mal, die perfekte Schreibtischecke. Dieser Computer. Geht da noch ein Lämpchen nebenhin? Oh, süß! Guck mal. Hubertus und Rosalinde lassen es krachen. Ja, passt mal auf, du. Ach so, die Treppe ist natürlich da ein bisschen blöd, ne? Müssen ja noch das Kinderzimmer einplanen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das zu eng ist, Leute. Das geht doch bestimmt nicht. Die kommen doch nirgends dran, wenn ich das jetzt hier so mache. Kann mir doch keiner erzählen, dass die irgendwie agieren können. Aber wir probieren es. Also wir müssen ja noch ein Kinderzimmer planen. Das ist dann dieses extrem lange, ist zu klein, ne? Ach, schade. Ich weiß nicht. So, Ecke zu. So, weil wir brauchen hier Platz fürs Kinderzimmer. So. Okay. Boden. Ja. Guck mal, die haben das Haus vergrößert, Leute. Gut. Jetzt steht da so eine Türe. Ach ja. Nee. Oh mein Gott. Was ist das für ein Haus? Hilfe? Hilfe? Was haben wir getan? Wo ist die Treppe? Ach so. Passt jetzt nicht mehr, ne? Okay. Wieso kann man da nicht reingehen? So. Okay. Da müssen wir die Wand... Oh, das ist ja voll das komplexe Spiel, du. Da muss man schon ein bisschen Architektur studiert haben auch, ne? Ja. So. Wir haben Kinderzimmer, wir haben Schlafzimmer. Das war jetzt überhaupt gar kein Problem. Ja, ja, wegen der Treppe. Die ist ein kleiner Lump. Aber wir haben die Treppe einfach mal ausgetribbelt hier. Treppentrippelung nennt man das. Die Wand rot... Um die Liebe zu entfachen, weil das Rot symbolisiert die Stärke der Liebe. Und ist dann natürlich auch toll, so in gewisser Weise. Würden sich Rosalinde... Och, guck mal. Und der Mann? Würden sich Rosalinde und ihr Mann so ein Tier ins Haus legen? Oh Gott, den Tiger habe ich auch 100 Mal benutzt, ne? Eigentlich voll grausam, aber... Schön auch, dass die Betten da so gut hinpassen, ne?
Ein Fenster. Ja, kann man machen. Muss man natürlich nicht. Aber kann man durchaus mal in Betracht ziehen, so ein Fenster? Die wollen ja Deko, sonst gefällt es denen ja nicht, ne? Das ist natürlich auch schwierig. Gibt es Vorhänge? Hubertus oder wie sie ihn liebevoll nennen, Tubi. Der kleine Hubi. Warum das da steht, kann ich euch nicht erklären. Es kommt schon mal ins Kinderzimmer. Hupsi, finde ich als Spitzname auch gut. Hupsi klingt auch einfach richtig. Hey, es gibt ja Vorhänge! Hupsi. Hupsi Hubertus. Ich finde es ein toller Kosename für unseren geschätzten Ehemann. Das hat er vom letzten Urlaub mitgenommen. Alina, hallöchen! Rosi, ich hole dich mit dem Traktor ab. Hört bitte auf. Ich krieg hier Kopfkino von Hubertus. Dabei kenne ich ihn gar nicht. Ich kriege noch eine Stereoanlage ins Schlafzimmer, die dann auch garantiert nicht geklaut wird, wenn ein Einbrecher kommt. Leute, ich weiß nicht mal, wo die Alarmanlage sein soll. Es gibt keine. Es gibt gar keine Alarmanlage. Also die Genie-Wunderlampe, die wollt ihr wahrscheinlich platzieren, ne? So wie ich euch kenne. Ihr kleinen Verbrecher, damit ich wieder draufgehe. Hundehütte. Kann man ja schon mal platzieren, auch wenn wir jetzt gerade keinen Hund haben. Aha. Ja, eine Alarmanlage. Was ist das Ding nochmal? Ein Haushaltsroboter. Hä, natürlich haben wir einen Haushaltsroboter. Koshi, Hallöchen. Ja, wir brauchen bald wieder Money. Oh mein Gott. Katsching. Rosebud. Rosebud. Oh. Josie, wir machen ganz tolle Dinge in Sims 4. Wir haben einen Retro-Filter an. Nein, Spaß. Ich spiele Sims 3 und es ist ziemlich wild. Und nee, Sims 1. Was? Jetzt habe ich alles falsch gesagt. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Was spielen wir? Ich meine, dass wir Sims 1 spielen. Komplett falsch gesagt. Glaubt nichts, was ich sage. Es ist alles gelogen. Hey, ich wollte es löschen. Hey! Ah. Ach so. Ja, nee. So, ich glaube, wir haben's. Können wir jetzt spielen? Wir werden ja merken, ob noch was fehlt. Ach so, ich wollte noch einen Busch hinter den Whirlpool machen, damit es nicht so auffällig ist, ne? Dass wir da Liebe machen. Vielleicht mag Rosalinde nicht beobachtet werden in dem Schäferstündchen. Ich glaube, Rosalinde ist jetzt nicht so Typ Mensch. Let's have a look auf mein Schäferstündchen. Die hat gesagt, Hubi, wenn du, Hupsi, wenn du das Schäferstündchen willst, Hupsi, pass auf, Hupsi, wenn du das Schäferstündchen willst, Hupsi, dann musst du den Zaun hinmachen. Sonst gibt's nix, Hupsi. Sonst gibt's nix. Ich hab die Hintertür. Ich habe immer eine Hintertür, Leute. Ich müsst ihr wissen, also für alle, die mich jetzt noch nicht richtig kennen, ich habe immer eine Hintertür in der Hintertür. Gell? Weil Hintertüren sind mir schon noch wichtig. Man sollte immer eine Hintertür in der Hintertür haben. So. Also so schön habe ich damals bei Sims 1 noch nicht gebaut. Sag ich, wie es ist? Ne? Sag ich, wie es ist? Da hatte ich noch keine so eine schöne Bäumchengeschichte. Na?
Degla. Brauchen Hupsi und Rosi. Wieso ist das so geil, bitte? Wieso ist das so geil? Brauchen Hupsi und Rosi keinen Kleiderschrank? Doch, Hupsi und Rosi bekommen auch einen Kleiderschrank. Übrigens, wenn wir im Dezember wieder unseren Adventskalender-Special machen, ist auf jeden Fall auch wieder Sims 1 und Sims 2 mit drin. Ob wir Sims 3 rein... Aha. Ob wir Sims 3 reinkriegen, kann ich euch leider gerade noch nicht sagen. Ich will, aber da es ja bei mir aktuell immer noch nicht läuft, kann ich es nicht versprechen. Der Plan ist aber da, ja? Also ich habe es auf dem Schirm, dass wir dann auch... der Kleiderschrank kommt halt in den Flur, weil wir keinen Platz mehr haben, ne? Also der Plan ist, dass wir auch Sims 3 spielen, aber ich muss gucken, ob es dann läuft. Kinderbett und so fehlt. Wir haben dann noch kein Kind. Ich dachte, wir warten erstmal ab, bis die beiden Liebe gemacht haben, weißt? Ich weiß ja nicht, wie realistisch das ist, dass es so schnell klappt. Ob wir vielleicht nicht 400 verschiedene Fenster benutzen wollen. So. Wie geht's denn den beiden? Oh Gott, ich kann jetzt nicht so oft die Ansicht wechseln, weil dann komme ich durcheinander. So, wir gewöhnen uns jetzt... Nee, die Ansicht ist nix. Wir bleiben in der Gartenansicht, okay? So. Okay. Mhm. Vorher speichern. Ja. So, ihr beiden liebeswahnsinnigen Mäuse. Wie ist denn eure Beziehung eigentlich? Okay. Umarmen freundlich. Rosalinde, Darling, ich bin ja so froh, dass wir jetzt hier in diesem neuen Haus sind. Das hast du toll rausgesucht, das Haus. Oh, danke. Ja, ich bin mir sicher, das war eine gute Entscheidung. Ja, doch, das war eine ganz tolle Entscheidung. Wie sieht's aus mit den Nachbarn, Rosalinde? Hast du da schon Ausschau gehalten? Gibt's da jemanden? Nachbarn? Nein, ich habe keine Nachbarn gesehen. Wie kommst du darauf, dass wir Nachbarn haben? Naja, ich meine, Nachbarn sind doch toll. Wir haben keine Alarmanlage, Julchen, because we love the risk, ne? Ist nicht so, dass ich provoziere, dass wir überfallen werden? Nee. Hey, wer flüstert, der lügt? Oh, Rosalinde, das war ein tolles Gespräch mit dir. Komm mal her, lass dich mal küssen. Ja, doch, wir haben uns lange nicht geküsst, weißt du? Lass uns doch noch einen vorsichtigen Kuss wagen. Komm, Rosalinde. Oh, Hubertus, hör doch auf. Ich weiß gar nicht, was du möchtest. Also, wenn du ein Kind möchtest, kannst du mir das auch direkt sagen. Dann können wir gleich ins Schlafzimmer gehen. Also, Kinder wären schon toll, weil du meinst... wir sollten eigentlich da auch keine Zeit mehr verlieren. Nein, 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 du hast recht. Ich meine, meine Hobbys sind auf jeden Fall anders als deine Hobbys. Aber so Schlagzeug und so ist auf jeden Fall spannend. Und wenn du das toll findest, Hubertus, dann verurteile ich dich nicht. Ja, Schlagzeug ist ein tolles Hobby. Außerdem haben wir uns durch Schlagzeugen kennengelernt. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Musik ist sowieso toll, Hubertus. Ja, Rosalinde, tolle Musik. Ich würde dich gern höflich küssen, Rosalinde. Ist das in Ordnung? Das Flirten, die beiden, die haben's, Leute. Leidenschaft. Oh, wir sind schon unter leidenschaftlich. Hey, hey, Hubertus, hörst du jetzt bitte auf? Das ist mir jetzt zu viel. Hör jetzt sofort auf, mich zu küssen. Was stimmt denn mit dir nicht? Aber Rosalinde, ich dachte, wir sind... Rosalinde, ich dachte, wir sind eins. Hubertus, also ich glaube, ich spinne. Es ist 8.52 Uhr morgens. Wo will das denn hin... Wo soll das denn hinausführen? Das möchte ich jetzt nicht. Bitte geh jetzt erstmal rein und wasch dich mal. Also das ist ja wirklich unangenehm. Geh dich jetzt waschen, Hubertus. Komm, igitt. Mann, der riecht nach Smog. Ey, da ist ein Päckchen vor der Haustür, Rosalinde. Gucke mal. Hubertus, du gehst jetzt ins Haus rein. Ist es jetzt im Weg?
Rosalind stellt sich auch an, ey. Also wirklich. Los, Rosalinde, rein! Eine Kiste voller Magie von Magico. Das Pfeifen ist auch gar nicht störend, ne? Diese Anfängerset wurde dir von einem freundlichen Mitarbeiter der Magico geschenkt, die dich... Was stimmt mit ihm nicht? Du... Okay, irgendwas mit Zauber, Zauberbuch. Ist er da jetzt hingerannt? Kannst du das nochmal machen? Oh. Oh, guck mal, sie lieben die Wohnung! Geh jetzt bitte pinkeln. Wir können, ob wir mit denen in Urlaub fahren können. Ich muss erstmal das Real Life auf die Kette kriegen hier. Ob er jetzt das, der findet das Bad hässlich. Gut, ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt, Hubertus. Habe ich dich nicht gefragt? Ja, und du kannst mal die Zeitung lesen. Agent suchen. Sie wollen ein bisschen Spaß haben, steht da. Ob sie bitte dazusteigen möchte? Rosalinde? Rosalinde? Mitmachen, komm. Oh. Sehe Hubi auch mit einer Affäre. Ja, definitiv, ey. Ich muss davon einen Screenshot machen. So, ob unsere Lady jetzt mal aufhört, die Zeitung da wegzuräumen. Wir haben jetzt hier Bedürfnisse zu lösen. Och man, Blinkchen. Also, du musst dich nie entschuldigen, dass du es mal nicht reinschaffst oder so. Ich freue mich ja immer umso mehr, wenn ihr dann Zeit findet, da zu sein oder die Streams auch nachschaut. Aber natürlich trotzdem Dankeschön, ne? Also, ja, freut mich sehr, dass dir die Streams so gut gefallen. Im Panomichen, ich denke mal so eine halbe Stunde oder so. Ich kann es immer ganz schlecht sagen, aber wir spielen dann Sims 2. Ich muss jetzt noch Sims 1 ein bisschen zelebrieren. Ja, Hupsili lässt sich richtig gut gehen. Richtiger Macker hier, ey. Kannst du jetzt mal bitte hier hinkommen, Fräulein? Ach so, warte mal, ich bin schon wieder in der falschen Höhe. Der ist gleich fertig mit Waschen. Rosalinde, jetzt komm! Rosalinde? Was ist denn mit ihr? Wo ist denn sie? Was steht denn jetzt auch eigentlich alles vor unserer Haustür? Jetzt kommt sie nicht mehr rein, ne? Ja, wer hat denn den ganzen Scheiß da abgestellt? Also wirklich. Um ein bisschen für Nostalgie zu sorgen, ich habe Sims 1 damals, so 2000, 2001, 2002, mit meinem ersten PC zusammenbekommen, den mir meine Mom noch bei Neckermann oder Quelle aus dem Katalog bestellt hat. Oh mein Gott. Ja, das hast du auch nicht gebraucht, ne? Julia, wie krass einfach. Oh mein Gott, da ist sie jetzt aber gerannt. Habt ihr gesehen? Es geht mit Kai... Nee, nicht Kai Uwe, mit Hubertus in die Wanne. Oh ja, los geht's. Oh, Rosalinde, du, also du hast so Lust, also kannst du dich, also du kannst dich gern so also ein bisschen, also das Wasser ist noch warm, ich hab mir da, also ich hab da extra, also komm rein, es ist, ich weiß genau, wie das ist als Frau, da will man, weißt du, seine, also du musst da dich auch nicht schämen, komm rein, Rosalinde, ja, guck mal hier, mein Bizeps, der ist ready für dich. Oh, das ist aber ein bisschen frisch, nein, Rosalinde, das ist doch nicht frisch. Hubertus. Naja, es ist ja... Oh, deine Muskeln. Ja, du hast recht. Ich merke den Bizeps. Sie haben genieselt, Leute. Sie haben genieselt. So wird man aber noch nicht schwanger, Rosalinde.
Also, wie funktioniert das nochmal mit den Bienchen und Blümchen? Thema wechseln, nein. Spielen, küssen. Ach, Hubertus, du bist einfach so ein Frauenheld. Du weißt einfach, was du sagen musst, um mich um den Finger zu wickeln. Ja, ich meine, du bist ja auch nicht die Erste. Also, du bist natürlich die Einzige. ja. Wie wird man denn jetzt schwanger? Rumkuscheln. Ich verstehe es nicht. Näseln. Ich glaube, ich habe das im Sexualunterricht anders gelernt. Sexualunterricht. Können wir jetzt... Oh, wow, wow, wow. Treibt es mir jetzt aber nicht zu wild hier drin in der Wanne. Also da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, weil mein Content ist familienfreundlich, Hubertus. Wir müssen mehr lieben. Wir haben ein Herz! Oh, wie romantisch! Oh Gott, ich erinnere mich. Ich habe mich immer so gefreut, wenn dieses Herz kam, weil dann konnten wir endlich Liebe machen, Leute. Miss Donut, Hallöchen! Da sind wir jetzt schon mal einen Schritt weiter gekommen mit unserer Rosalinde. Excuse me? Morle ist gerade schlecht. Oh! Morle, geh bitte, das ist mir gerade schlecht, Unrecht. Huch! Wo wart ihr jetzt gewesen? Wo wart denn ihr jetzt gewesen? Wo waren denn die jetzt hinabgetaucht? Die können doch so nicht schwanger werden. Da ruft doch jemand an und fragt, ob sie ein Kind wollen. Nein! Bitte? Ich möchte jetzt schwanger werden. Miss Donut, Hallöchen. Daraufhin erstmal ein Ferrero-Küsschen. Hey, nicht so schnell. Da haben sie es jetzt ab. Oh, Rosalinda hat es aber eilig jetzt. Das kostet Geld, dass das Bett vibriert. Diese gewissen Bettspielchen werden jetzt gemacht. Na, na, na. Na, na, na. Wuh! Ja, und ihr so, Leute? Ja. Oh, okay, sie sind fertig, hallo. Wow! Hubertus, also das, ich glaube, ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, Hubertus, ich glaube, du hast mir jetzt, also wirklich jetzt mal einen Braten in die Röhre gesetzt. Rosalinde, Kinder? Wir? Ja, Hubertus, wir kriegen ein Kind. Aber, Rosalinde, ich dachte, das ist alles eine lockere Geschichte. Aber, Hubertus, wir haben ein Haus gekauft. Glaubst du, das ist locker? Das glaub ich nicht. Wir haben ein Haus gekauft. Da ist der nächstlogische Schritt in Sims, ein Kind zu kriegen. Nein! Ich hab dir... Nee, nochmal. Nochmal. Ich... Nee. Ich konnte nicht so schnell gucken. Nee. Da machen wir nochmal die Vibrierungsgeschichte hier, bitte. Entschuldigt mal. Ein Bettspielchen. Da könnte ich direkt wieder meinen Blutdruck messen, ey. Liana, Hallöchen. Oh nein, meine Verbindung ist gerade nicht gut. Wartet kurz, Leute. Ja?
It's a baby boy. Wow. Wie wollen wir unseren Sohn nennen? Wir haben ein Prachtexemplar von Sohn geboren. Wie wollen wir unseren wundervollen Sohn nennen? Oh Mann, wie cool, Sabrina, ey. So. Bitteschön. Wilhelm. Oh, Hans Günther. Oh, wir brauchen einen Doppelnamen. Wir brauchen einen Doppelnamen. Brutus. Brutus, Wolfgang, Günther, Kai-Uwe hatten wir schon, das verwirrt mich dann. Alexander Christian. Oh. Rambo, Ramon, Rainer. Kai-Uwe hatten wir erst. Waldemar ist auch gut. Wir brauchen einen ganz langen, ätzenden Namen. Wie wär's mit Frederik? Doppelnamen. Frederik Bodo oder Frederik Heinrich. Oh mein Gott! Klaus Heinrich ist auch gut. Frederik Brutus Maximus. Brutus Maximus. Frederik Jürgen. Frederik Jürgen. Aber auch Jürgen. Nicht Jürgen, sondern Jürgen. Frederik Jürgen, Leute. Also Rosalinde, ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen sollen. Jetzt haben wir da so ein Baby. Also ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal, also ich muss jetzt erstmal los. Das hast du ja toll gemacht. Ist ein süßes Ding. Ich muss jetzt erstmal los, Rosalinde. Aber doch, es ist ein süßes. Also dieses Kind ist toll. Also das ist ein schönes. Also doch. Denkt, es ist auf jeden Fall ein Süßes. Also man kann sagen, was man will. Es ist doch ein Süßes. Oh, du kleiner Sonnenschein deiner Mutter. Hallo, hallo, hallo. Du kleiner Frederik... Wie haben wir ihn jetzt genannt? Frederik... Oh, scheiße, könnt ihr nochmal reinschreiben in den Chat? Wir haben Jürgen. Frederik Jürgen, du bist Mamas ganzer Stolz. Weißt du, Frederik Jürgen, eigentlich wollte ich nur dich. Die ganze Zeit. Dein Vater, naja, dieser Frauenheld, als ob ich nicht wüsste, ne? Aber ich wusste, er hat gute Gene, ne? Ich wusste, er hat gute Gene. Du süßer kleiner Fratz, Fratz, Fratz. Du bist Mamas ganzer Stolz. Mamas ganzer Stolz. Ja, ja. Ach mein Gott, jetzt muss ich auch noch Essen machen wie so ein Familiendaddy. Ist das ätzend. Eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht eine andere Frau finde. Hier laufen ja eigentlich viele rum von wegen, wir haben keine Nachbarn. Wir haben doch Nachbarn, oder? Oh, Frederik Jürgen, sei doch lieb. Sei deiner Mama ein guter Junge. Sei schön lieb. Komm, komm. Süßer kleiner Schatz. So ein kleiner Schatz. So ein kleiner Schatz. Jürgen, Mamas ganzer Stolz. Mamas ganzer Stolz. Vergiss es, Thekla, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Mm-mm. Ich werde mich nie wieder über Sims 4 beschweren. Ja, ist ruhig. Ja, Hupsi wird sich einen anderen schnappen. Was war denn dieses Baby? Wir haben es gar nicht in der Inventarleiste, das Baby. So, geh mal pieseln, meine Liebe. Also, Hubertus. Excuse me? So, etwa noch ein Baby. Haben wir Nachbarn? Nee. Kasi, Hallöchen. Bracht, Junge. Es ist ein tolles Baby. Ja. Ich finde auch den Spulprozess so geil, weil der ist wirklich schnell. Also Spulen auf Stufe 3 ist wirklich schnell. Ja, dann geh doch bitte schlafen, genau. Zu schnarch, Bertus. Kurz gedacht, in der ersten Nacht bricht jemand ein. Oh mein Gott! Ja! Ist das geil! Direkt in der ersten...
ersten Nacht, Leute. Können wir bitte drüber reden? Wir haben keine Alarmanlage. Komm doch! Ey, die Sau klaut den Fernseher. Wie geil das einfach ist! Wie geil das einfach ist! Es ist so, so lustig. Ich muss bitte davon auch noch einen Screenshot machen. Ich liebe Sims 1. Ein bisschen auch, ne? Oh mein Gott, ist das geil. Oh, erste Nacht, weißt du? Und ich habe damals so Angst gehabt von diesem Einbrecher. Und heute bin ich mutig, bin tapfer und stark. Steht ihr? Heute bin ich mutig, tapfer und stark. Ich habe keine Angst mehr. Hubertus? Hubertus? Ich glaube, da ist jemand im Haus. Nee. Hubertus, wachst du bitte auf und gehst hinunter schauen. Ich glaube, da ist jemand in unserem Haus. Geh bitte. Geh du doch. Komm, geh du schauen. Willst du etwa, dass ich draufgehe, Hubertus? Gehst du bitte runter? Na. Ich kann nichts machen, Leute. Wir können nichts tun. Wir müssen es einfach hinnehmen, dass Hubertus und Rosalinde ausgeraubt werden. Envy, hast du gesehen? Wir haben ein Kind gekriegt. Soll ich dir sagen, wie es heißt? Ist ein süßer... Ey! Übertreib doch nicht so! Wir brauchen schon noch den Backofen zum Essen machen! Ich dachte gerade, Claudi... Sag mal, hallo! Claudi, jetzt das Baby, oder was? Ja, reicht jetzt dann auch, ne? Kann ich die Polizei anrufen? Polizei. Ich dachte auch, das nimmt das Baby mit. Polizei, Polizei spricht hier. Hier, hallo, hallo Polizei. Hier spricht Hubertus von Nostalgien. Ja, ja, Hubertus von Nostalgien, genau. Wir wurden, also da gab es einen Raub. Ein Raub. Sie hätten fast meinen Goldjungen mitgenommen. Fast meinen Goldjungen mitgenommen. Beziehungsweise den meiner Frau, weil mir ist eigentlich... Aber sie hätten fast mein Kind, also diese Sache, ne? Schalt doch mal den Roboter ein, Hubertus. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment. Kommt der da überhaupt raus aus der Ecke? Du brauchst jetzt auch nichts mehr kochen, Kai-Uwe, Hubertus, weil wir haben keinen Backofen mehr. Hallo, Miss Officer! Good day! Bleiben Sie bitte stehen, ich habe eine... Michelle! Es ist die Polizeibeamtin Michelle. Hm. Vielleicht können wir uns anfreunden mit Michelle. Mama Puh, Hallöchen! Das ist eine Nette. Oh, Gott sei Dank sind sie da. Wissen Sie, ein Riesenschreck ist uns passiert. Ein Riesenschreck, ein Riesenschreck. Es sind wilde, eine schlimme Nacht hat uns... Ob wir diese Frau bitte begrüßen können? Leider konnten wir den Sim, der dich ausgeraubt hat, nicht fangen. Hey! Michelle! Hat ja mal gar nicht so gut geklappt. Jetzt kommt da noch ein Stinktier in unser Haus. Ein Stinktier hat sich auf deinem Grundstück niedergelassen. Ruf besser die Tierkontrolle an, bevor es noch etwas Schlimmes anrichtet. Ja, natürlich. Wo ist dieses Stinktier? Rosalinde, du schnarchst zu laut. Ich kann nicht sehen, wo das Tier ist. Kannst du leiser schnarchen, damit ich das Tier sehen kann, bitte? Hier ist kein Tier. Ja, ich würde sagen, wir
Was haben wir denn da? Zauber nachlesen. Frage nach. Einer geheimen Zutat? Was ist das? Der war voll zugeschissen mit Geschenken, ne? Warum findet er die Wohnung so schrecklich? Bestimmt, weil sie Rosalinde eingerichtet hat. Eva, Hallöchen! So, Hupsi, mach mal was. Und Rubbelchen, danke schön für deinen Follow. Willkommen im Stream. Oh! War wohl nicht so gut. Aller Anfang ist Schwerversion 2.0. Für die elektrische Schnittstelle dieses Gerätes wird ein Zauberstab von Magico benötigt. Bitte lege dir einen solchen Stab zu, bevor du erneut auf das Terminal zugreifst. Okay, kannst du da in das Loch springen? Verschwindest du durch dieses Loch, wird dein Haus im derzeitigen Zustand gespeichert. Okay. Katastrophenwald. Wo sind wir? Excuse me. Hier sind Frauen. Wer ist es? Bathilde. 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 Ob der Typ mal weggehen kann? Suara Katakoto. Kannst du bitte weggehen? Wir wollen hier Wer ist das? Opal. Uff. Oh, sie ist ja eine Prinzessin. Der Anti-Witz. Der Clown heißt Anti-Witz, Leute. Also diese View ist auch geil. Oh, guten Tag, my lady. Sie sehen mir aus wie eine echte Prinzessin. Darf ich fragen, wie Sie so wunderschön in diesem Kleid, so anmaßend wunderschön und wirklich wundervoll aussehen können? Ich wollte fragen, wie es Ihnen geht in diesem bezaubernden Abendkleid. Ja? Das ist aber wirklich nett von Ihnen. Hallo, guten Abend. Ja, ich habe mich für diese Attraktion hier ein bisschen zurechtgemacht, wissen Sie? Naja, ich bin hier und da im Auftreten und so. Oh wow, das ist natürlich super spannend, also wirklich sehr interessant. Also, Sie wirken mir auch, als hätten Sie also wirklich auch Plan von dem, was Sie tun. Opal, also das ist ja wirklich spannend, also wirklich toll. Und das machen Sie hauptberuflich? Damit kann man leben? Ja, naja, es ist, wie man es nimmt, ne? Man mal besser, mal weniger gut. Das ist wirklich toll. Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Ich finde, Sie sind sehr beeindruckend. Hm? Und darf ich fragen, wo Sie herkommen? Also so aus welchem, also wo Sie herkommen? Naja, also, wo soll ich nun herkommen? Aus der Gegend? Aus der Gegend, ja, ich komme auch aus der Gegend. Witzig, witzig, das ist ja wirklich lustig. Davina! Ja, ulala! Hallo, Signorina! Ist gar nicht so einfach. Wir testen sie gleich an, Leute. Nächster Dialog. Jetzt testen wir sie an. Also wirklich, ich habe selten so eine wirklich bezaubernde Frau wie Sie gesehen. Oh! Dankeschön, das ist ja wirklich toll nett von Ihnen. Ich bin ja ganz überrascht. Ich traue mich nicht, Sie zu küssen. Also wirklich nett, dass wir uns getroffen haben. Ganz, ganz toll. Ich wollte mich nochmal ein bisschen verabschieden, weil das ist wirklich schön. Kujul, schön, dass du da warst. Dankeschön, dir auch noch einen schönen Abend. Und also wir werden uns bestimmt bald wiedersehen und also wirklich, Opal, ganz toll war das jetzt gewesen, sie zu treffen. Tolle Frau, tolles Aussehen, tolles Wesen, toller Charakter. Also ich weiß wirklich nicht, was ich sonst sagen soll.
Also sie ist jetzt nicht so kompliziert. Flüchtiger Kuss, komm. Abschiedskuss. Oh nein, sie wollte keinen Abschiedskuss. Na dann ab nach Hause. Wie kommen wir denn wieder nach Hause? Ach, da ist noch so, mal so ein Loch. Können wir mit nach Hause fahren? Ach so. Das ist das Taxi. Huch! Wir sind direkt nach Hause gekommen. jetzt müssen wir schnell schlafen. Rosalinde steht bald auf. Wenn die hört, dass wir weg waren die ganze Nacht, du. Oh, jetzt ist Navi Nubi Dubi. Vielleicht rupst sie fremd. Nee. Nee. Das macht er nicht. Commander Leila, willkommen im Stream. Dankeschön. Oh, oder Leila? Leila? Willkommen im Stream. Danke für deinen Follow. Es wird heute ausgeschlafen. Nicht. Phoenix, let's have a look. Let's have a look. Der 12-Stunden-Stream ist einfach schon wieder kürzer, als ich gedacht habe, von den Dingen, die wir schaffen. Hubertus, stehst du bitte auf? Es ist 12 Uhr, Hubertus. Also das ist ja wirklich, dass du immer noch im Bett liegst. Oh, Rosalinde, ich hab zu tun. Ich war die ganze Nacht auf. Ich konnte nicht schlafen, weil das Baby geschrien hat. Das stimmt gar nicht. Das Baby war schön ruhig gewesen. Ich weiß das ganz genau. Ich finde, wir sollten mal die... Oh, das war aber einfach. Ich wollte nur kurz putzen, Leute. Ich wollte mal die Wunderlampe putzen, weil die ein bisschen staubig geworden ist. Ja, das stimmt, Max. Ne? Gibt keine Jahrmärkte oder sowas bei Sims 4. Wie er schnarcht. Es ist furchtbar. Und Annalenchen, Hallöchen. Dieses Spiel ist wie ein Fiebertraum. Lass uns an der Wunderlampe rubbeln. Und Kim, wie geht's dir denn? Hallöchen. Oh, sorry, ich habe leider eben erst deine Nachricht gelesen. Na, was haben wir denn da? Familie und Freunde haben dich im Stich gelassen. Mein Zauber wird schon alles richten. Wollen wir deine Familie oder deine Freunde bekehren? Naja, wir haben ja... Genie! Asche auf mein Haupt, warum kann ich nicht, kann ich einmal etwas richtig machen? Ich wollte nie eine zerrüttete Familie haben, jetzt habe ich eine dicke Krise. Was ist passiert? Sanarina, Hallöchen. Und Sarah, Hallöchen. Ja, hör mir auf, du. Witzige Sache auf jeden Fall. Witzige Sache. Ist ein bisschen schwierig. Wie sie sich krümmt. Okay, so, Kai-Uwe. Ob du mal duschen kannst, du stinkst bis nach Glimmerbrook, ey. Widerlich. Wenn ich zwischen 1 und 2 wählen würde, würde ich, glaube ich, Sims 2 spielen. Wobei das schon auch wirklich sehr alt schon ist. Also... ja. Ja, das stimmt, Mary. Das stimmt. Der Platz von Highschool-Jahre ist in Copperdale schon eher die Richtung. Und Margie. Margie? Oder Margie? Willkommen im Stream, Hallöchen. Ich muss sagen, dass es heute sehr lustig ist. Danke. Ja, schön, dass du dabei bist, dass du zuschaust. Freut mich total. Also auf jeden Fall wild, ne? Wer beschwert sich jetzt hier? Habe ich jetzt nicht verstanden. Hubertus, wo warst du die ganze Nacht? Ich? Ich war spazieren. Spazieren. Die ganze Nacht, Hubertus. Die ganze Nacht warst du spazieren. Ich verstehe schon. Ja, ja, naja. Ich verstehe deinen Spaziergang. Ah ja, dann passt's ja. Ja, machen wir. Wir spielen auch gleich Sims 2, Game Girlie. Natürlich haben wir auch einen Brand. Weil, natürlich haben wir einen Brand. Ich meine, klar. Natürlich, Leute. Natürlich, ne? Wir haben bis jetzt alles gehabt. Natürlich kommt auch noch ein Brand.
Also dieses Spiel ist wirklich sehr streamerfreundlich. Die haben alles. Einfach alles vertreten, ja? Alles vertreten. Einbrecher, Brand, Baby. Ist super. Ist super. Was machen wir jetzt? Hubertus, die Küche brennt. Hubertus, kommst du bitte einmal? Hubertus, ruf doch die Feuerwehr. Ich bin baden. Hubertus, kommst du bitte? Oh, Feuerwehr! Hallo! Okay! Gut! Es ist doch so irre, oder? Es ist so eine irre Geschichte schon wieder. Dieses Spiel, Leute. Hupsi kommt nicht, ne? Der denkt sich so, nö. Naja. Kein Problem, ne? Also fragt man sich. Gut. Hubertus, danke für nichts, ne? Mein Leben hing kurz am seidenen Faden, aber geh du nur baden. Mensch, Rosalinde, ist denn das Abendessen immer noch nicht fertig? Hubertus! Willst du mich veräppeln oder etwas? Sag mal, du weißt schon, dass gerade unsere halbe Küche abgebrannt ist, Hubertus? Ja, ich dachte, du hast was gekocht? Naja. Gut, Hubertus, du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich bin diese Ehe schließlich eingegangen in dem Wissen, dass ich jeden Tag frisches Essen auf dem Tisch habe. Rosalinde. Hubertus, das Essen ist fertig. Na, endlich. Arme Rosalinde. Ich weiß nicht, ob die verheiratet sind. Ich glaube nicht, aber... eheähnliche Verhältnisse. Ja, ich koste jetzt erstmal. Das andere war ja ziemlich verbrannt, ne? Oh, also ein bisschen mehr Salz wäre nicht schlecht, Rosalinde. Ansonsten sind deine Kochkünste wirklich ganz in Ordnung. Ich glaube, unser Kind weint. Wie heißt unser Kind doch gleich? Irgendwas mit Jürgen. Können wir das mal in den Chat irgendwie schreiben? Ich hab's vergessen. Das steht halt da auch nirgends. Wie soll ich mir das bitte merken? Bei Sandra geht die Sims 1 Nostalgie so weit, dass die Story in den 50ern spielt. Richtig. Frederik Jürgen. So. Sie sagt jetzt... Oh mein Gott. Frederik Jürgen weint? Nein, da muss ich sofort nach oben. Ich muss zu Frederik Jürgen. Schatz, die Mama kommt. Schatz, die Mama kommt. Bitte weine nicht. Der Plammob durch die Decke glitscht, ey. Bitte warte. Warte doch, Frederik Jürgen. Hallo, mein Schatz. Oh, mein kleiner Goldjunge. Hallo. Die Mama ist schon da. Ja, komm. Die Flasche habe ich schon warm gemacht. Guck. Frederik Jürgen. Ob ich davon bitte auch nochmal ein Foto machen könnte? Ich finde diese Art und Weise, wie wir dieses Kind großziehen, auch einfach toll. Das ist auch einfach eine schöne Sache, ne? Och, toll. Schön. Gut. Das ist auch geklärt. Ah. Ich weiß nicht, warum ich zwei Mausfiguren habe, sage ich ehrlich. Weiß ich nicht. Aber gut. Wir speichern mal lieber. Vielleicht sollte Hubertus auch mal seine Freundin treffen. Rosalinde,
Ja, Hubertus? Ich muss doch mal los. Ich habe einen ganz wichtigen Termin. Aha. Wie kann er sie denn jetzt treffen? Wie kann denn ein Sim jemanden treffen? Wir gehen einfach nochmal ins Loch. Kurz darüber sprechen, wie gruselig dieser Clown hier ist. Doch, doch. Ja, Caro, doch, doch. Ne, ja, ja. Der Hubertus hat's halt auch einfach faustdick hinter den Ohren, gell? Ne, Gibt's da schon Handys? Nee, ne? Jetzt haben wir Probleme hier, ne? Jetzt haben wir hier ein Problem. Sie ist nicht da. Ne. Und jetzt? Sie ist nicht da. Da ist sie doch! Da war sie gerade. Da war sie gerade. Wir müssen nur warten, bis sie aus dem Loch hüpft. Da ist sie doch! Miss Nadine. Opal, wo bist du? Opal! Da ist noch eine Rosalinde! Das ist aber nicht unsere Rosalinde, Leute. Das ist eine fremde Rosalinde. Die kennen wir nicht. Puh, was ist das ein Stress, du. Mit den Rosalindes. Ein handgearbeiteter Gnom stellt eine magische Bereicherung für deinen Garten dar. Zweifelt man jedoch an dem grünen Daumen des Gnoms, riskiert man ein blaues Schienbein. Ja, die rennen lustig, gell? Der Girl kommt nicht. Naja. Ich glaube, dass wir dann langsam zu Sims 2 wechseln, ha? Huh? Pimpinella. Thaddäus, der Apotheker. Was hat er denn da? Der rätselhafte Reisende. Das ist schon lustig, ne? Wundermittel. Kann ich das jetzt auch sehen? Ach nee. Okay, schade. Ja, ja, das ist die Zauberwelt, genau. Witzig, ey. Wir können ja mal, also ich speichere das auf jeden Fall mal. Und vielleicht spielen wir ja dann tatsächlich nochmal weiter. Oh mein Gott, wie speichert man? Wir müssen erst nach Hause. Hubertus! Komm, wir gehen nach Hause. Komm, Hubertus. Minigolf, ja, ja. Also wir werden an dieser Liebe festhalten. Auf der Liebe, also diese Liebe auf den ersten Blick, ne, werden wir festhalten. Und wir werden hier nochmal spielen, spätestens im Dezember dann mit unserem Adventskalender-Special. Und dann können wir vielleicht ihm auch einen Job suchen und richtig arbeiten gehen und dann vielleicht auch unseren Sohn altern und so. Ich glaube, das wird ziemlich lustig. Also spielen wir hier auf jeden Fall nochmal weiter, okay?
Wir werden jetzt zu Sims 2 wechseln. Sims 2, auch eine andere Herausforderung. Das Ganze lade ich dann auch auf YouTube hoch, also ihr könnt es dann auch gerne dort nachschauen, für die, die das jetzt auch hier nachgeschaut haben. Vielen Dank an alle, die über YouTube zugeschaut haben. Ich beende jetzt einmal die YouTube-Aufnahme und starte eine neue für das Sims 2-Spiel. Auf Wiedersehen, ihr Lieben, auf YouTube. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie, ob ihr Sims 1 gespielt habt und ob ihr das heute nochmal spielen würdet oder sogar spielt. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, was ihr schreibt, weil ich kann es mir gar nicht vorstellen irgendwie. Aber ja, ich fände es cool auf jeden Fall, wenn ihr mir das mal schreibt. Weil vom Twitch-Chat kenne ich jetzt so langsam die Meinung. Dann habe ich auch so zwischendrin immer wieder gelesen. Auf Wiedersehen, ihr Lieben, auf YouTube und tschüssli, bye.